Ich muss heute über ein schmerzhaftes Thema reden, denn ich habe festgestellt, immer mehr Menschen hängen an der Nadel zum Nähen, Stricken, Häkeln oder Sticken. Und konkret soll es heute um die Nähmaschinennadeln gehen. Schaut euch sowas mal ganz genau an, denn wenn man weiß, wie man die richtig einsetzt, bekommt man auch ein schönes Nahtbild, weil der Teufel liegt im Detail. Nachdem die Nähmaschinennadel so klein und feinteilig ist und das Makro meiner Kamera zu schwach, werde ich euch den Aufbau von einer Nähmaschinennadel am besten aufzeichnen und das vergrößert. Beginnen tut die Nähmaschinennadel mit einem Kolben, der in der Nähmaschine drinnen steckt und festgeschraubt wird. Der Kolben kann bei Industrienähmaschinen rund sein, sogenannte Rundkolben, und wie gesagt meistens bei Industrienähmaschinen, und bei den Haushaltsmaschinen ein Flachkolben, der hinten abgeflacht ist. Das erleichtert das Einsetzen in die Nähmaschine, weil man sich nicht täuschen kann, in welche Richtung man den Kolben drehen soll. Nach dem Kolben kommt der Konus, der dafür zuständig ist, dass die Nadel einfach schmal wird, und die Verstärkung der Nähnadel. Hier ist die Nähnadel, also die Nähmaschinennadel, noch ein bisschen dicker und wird dann erst im Schaftbereich kurz vor dem Nadelöhr minimal wieder dünner. Das ist dazu da, dass diese hier Verstärkung im oberen Bereich des Nadelschaftes die Nadel nicht so leicht bricht und nicht so biegsam ist, als auch dadurch, dass sie hier ein bisschen breiter ist als hier unten, das Loch im Stoff ein bisschen aufgedehnt wird und wenn die Nadel sich wieder zurückzieht aus dem Gewebe, nicht so eine hohe Reibung hat und die Nadel nicht so heiß wird und ein schöneres Nahtbild entsteht. Nach Verstärkung und dem dünneren Schaft kommt das Öhr und natürlich die Nadelspitze. Das Wichtigste an der Nähnadel ist die Fadenrille, die im Querschnitt der Nadel so aussieht. Hier läuft der Nähfaden sozusagen in der Nadel drinnen. Das ist vor allem wichtig, dass wenn die Nadel hinunter in die Unterwelt der Nähmaschine sticht, dass der Faden wirklich in der Nadel drinnen läuft, damit sie sich nicht mit dem Greifer von unten verheddern kann. Deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr den Faden einfädelt, ihr immer von der Seite der Rille kommt. Das heißt, hier kommt der Faden, 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 Faden und ihr führt ihn dann hier von vorne nach hinten ein. Die Nähnadel schaut von der Seite so aus, dass sie an der Rückseite eine Hohlkehle hat. Diese Hohlkehle hier, damit der Greifer vom Unterfaden leichter den Faden vom Oberfaden verschlingen kann. Das geht so und so. Und hier fährt der Greifer eben in die Nadelschlinge rein, deswegen hat die Nadel hinten eine Hohlkehle. Zu den Nadelarten, es gibt einmal verschiedene Stärken von Nadeln, die in Hundertstel Millimeter angegeben werden. Die dünnsten Nadeln sind 60 bis 70, das ist eben also ein sozusagen fast ein bisschen mehr als ein halber Millimeter dick. Sie werden für dünnere Nähgute gut verwendet, dann 80 bis 90 ist für normales, schweres, mittelschweren Stoff gedacht
und dann 100, 110, 120 verschiedene Zinsstoffe, schwerere Materialien. Es gibt unterschiedliche Spitzen von den Nadeln und die machen auch wirklich sehr viel aus, wie schön oder hässlich eine Naht dann ist. Die gängigste Spitze ist ganz leicht abgebogen. Hier im unteren Bereich geht die Nadel noch einmal so halb spitz zusammen. Das heißt, da hier im vorderen Bereich wird das Nähgut einmal angestochen und dann relativ schnell aufgedrängt. Das ermöglicht, dass das Loch ein bisschen größer ist und der Faden leichter zurückgezogen werden kann. Und dann haben wir noch eine feine Kegelspitze, wenn wir ganz, ganz dünne Materialien haben. Die haben aber beide den Nachteil, dass sie das Nähgut, den Faden vom Gewebe anstechen und eventuell zerreißen können. Und dann haben wir noch ganz wichtig, die ich sehr häufig einsetze, aber relativ unbekannt auch ist eine Kugelspitze. Die hat den Vorteil, dass sie den Faden nicht mehr ansticht, sondern beim Eindringen in das Nähgut den Faden verdrängt. Die klassische Schneiderei empfiehlt das zu verwenden für Elastangarne und so weiter, damit man diesen Gummifaden nicht zersticht und der dann ein Loch bildet oder zerreißt. Ich habe auch festgestellt, dass sich das auszahlt, für Muslin zu verwenden, für diese ganz dünnen Chiffonstoffe, weil da hat man oft das Problem, dass die Nadel reinsticht und dann so kleine Fadenschlupfen unten bildet. Und das nächste ist dann eine Messerspitze. Hier hat die Nadel wie ein mini kleines Messer und sie ist ideal für Folien, Leder oder beschichtete Stoffe, weil sie in das Gewebe und in die textile Oberfläche kein Loch bildet, sondern beim Einstechen einen Schlitz. Und das ermöglicht eben, dass der Faden dann auch wirklich schön unsichtbar in einem von einem Loch, von einem Schlitz zum nächsten geführt werden kann. Beide Kampfschützer,